Hallo meine Lieben, ja, wie in meinem Video, also meinem ersten Video von heute angekündigt, die nächsten Videos werden ein bisschen winterweihnachtlich werden und ja, ich habe mir gedacht, ich habe ja, war das letzte Woche? Ich glaube ja, letzte Woche, mir das neueste Weihnachtssong, also Christmas Song Video von Starship Planet angeschaut. Und habe gedacht, so, naja, es passt ja zum Thema, gehen wir einfach nochmal ein Jahr zurück und gucken wir uns das Weihnachtsvideo vom Jahr 2014 von Starship Planet an. Und ja, auch dieses Video ist voll mit all ihren Künstlern, also mit Kay Will, mit Sista, mit Boyfriend, mit Mad Clown, mit, Moment, Jungigo und, ach, Hajimine. Ja, mir fallen die Namen dann immer nicht so ein. Und Jo Jung, so ist es. Ich bin so schlecht manchmal mit Namen, aber was soll's. Also, ich würde sagen, starten wir schon mal die Videoaufnahme. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mir das Video angucken, ein bisschen dazu kommentieren, ein bisschen fanboyen wie üblich, das kennt ihr ja schon von mir. Und es passt einfach zur Weihnachtszeit und deshalb sage ich einfach mal, ja, 3, 2, 1 und los! Jo Jung, Dong Jung spielt Schach mit einem Hund. Oh, ihr Cuties alle. Oh, Hyunsung mit Brille, das sieht so gut aus. Okay, Bora ist die Wetterfrau. Ja, nee, bei uns schneit's leider nicht. Soju. Also seid bitte mal nicht zu enthusiastisch mit dem Klatschen da hinten, ne? Das Song. Vorsicht mit dem Kaktus. Oh, Donghyun. Cable. Genau, fleißig am Selfies machen. Oh, warum kann ich nicht dieser Hund sein? Okay. Klar, warum soll es sich einfach mal drinnen schneien? Minu, dreimal gleich. Ups. Ob der Hund ein guter Schachspieler ist? Die Joe Twins, die Zwillinge. Nerv mich nicht. Okay, das ist creepy. Seid solche Clowns, echt. Okay, das ist eine etwas ungewöhnliche Weihnachtsdeko. Und der Hyun sieht so gut aus mit blonden Haaren. Ja, Mad Clown. Und Bora. Also wenn man ihn so sieht, kaum zu glauben, dass er schon 30 ist, ne?
Asiaten haben irgendwas in ihren Genen. Es ist unfair. Ah. Genauso soll Weihnachten noch sein. Ja. Ah, so. Und stopp. Ja. Ich finde auch ein wunderschöner Weihnachtssong. Und ja, um ehrlich zu sein, ich habe den letztes Jahr auch komplett irgendwie verpasst. Allerdings letztes Jahr war ich auch noch nicht so noch nicht so drin in dem ganzen K-Pop, aber ich habe das Video auch erst vor kurzem entdeckt, aber ich finde es trotzdem, es ist ein wunderschöner Weihnachtssong, genauso schön eigentlich wie der von diesem Jahr. Und dass es die letzten 5 Jahre eigentlich immer gemacht haben, ich muss ganz ehrlich sagen, also oder die letzten 5 oder die letzten 4 Jahre immer gemacht haben, irgendwie, also jede große Musikfirma in Korea macht das eigentlich, dass sie mit ihren Künstlern dann solche Weihnachtssongs macht. Und ich habe mir auch ein paar von den anderen angeguckt, aber ich muss ehrlich sagen, nicht, dass ich jetzt voreingenommen bin, aber die Songs von Starship Entertainment gefallen mir persönlich ehrlich gesagt echt am besten. Also ich finde sie einfach schön und ja, mir gefällt das Video. Ich finde, es passt wunderschön, auch jetzt zur Weihnachtszeit. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und ja, schreibt mir einfach mal ein paar Kommentare. Ich hoffe, ich war nicht wieder zu Fanboy-artig, aber das kennt ihr ja schon von mir. Okay, das war's dann auch von mir für heute und für diese Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit neuen Videos und bis dahin habt ein schönes Wochenende. Und ja, habt einen schönen ersten, zweiten, dritten Advent. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, meine Lieben. Macht's gut.